Aufwerten. Ja, du musst hier reinlegen dann. Hier rein? Ja, kannst auch da reinlegen. Ja. Aber du hast ja 0. Ja. Da war es aber, ich sag mal, du hättest also einen normalen Upgrade bis Level 2 kannst du selber, ne? Da ist, aber da brauchst du Kaninchen und so. Da müsste was drin liegen. Ich hab 2 geschossen. Ach. Haben wir noch irgendwo Klebeband? Weiß ich nicht. Und Gummi brauche ich. Kannst du Klebeband bauen? Nee, brauche ich nicht mehr. Ich brauche Gummi. Haben wir noch Kupfer? Nee, Kupferbahn. Doch, Kupferhammer. Kupferbahn brauche ich. Wir haben auch Kupferbahn, müssten auch da sein. Nee, die habe ich schon verbraucht. Dann musst du welche machen. Foot? 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 Oh, der wedelt ja noch. Wie süß. Wer? Oh, der Hase hier in der Falle. Der wedelt noch mit seinem Beinchen. Jetzt ist er tot. Tot. Hier liegen jetzt 2 Armbrüste drin. Level hoch. Level hoch. Okay. Okay. Danke. Ich brauche noch Dings, um weiter aufzurüsten, ne? Ich muss nochmal Zeug sammeln gehen. Was brauchst du? Ich muss noch Sachen lernen. Ja, wir können ja nächstes Mal wieder looten gehen. Also das denke ich mal. Wir sind ja jetzt schon ziemlich weit. Ich denke mal, das wird wohl noch sein. Das letzte Level zu schaffen, weißt du? Ja, absolut. Ich weiß, was du meinst. Fundament, ich brauche nochmal Baumstämme. Ah. Oi. Ja, das wird unser Level hoch. Das wird unser nächster Heimat da oben werden. Echt? Ja, das ist auch wohl. So, jetzt bin ich mal auf die Armbrust gespannt. Oh, Level 7. Schön, nice, danke. Ja, das ist wirklich Level hoch. Kein Problem. Ich leg dir jetzt meinen Baseballschläger rein. Kannst du da als nächstes dran. Wo ist mein Baseballschläger? Jetzt hin. Warum ist der nicht mehr da? Ich weiß es nicht. Das spinnt schon wieder rum, das Envy. Ach, da unten ist das. Ich muss jetzt erstmal hier wieder leer machen. Na doch, war richtig. So. So, Baumstämme hatte ich geholt. Was hast du denn hingelegt? Wieder in die Waffekiste. Das ist ein plus 2er Basie. So, wir haben jetzt. Aber. 198. Baumland. 215 Stöcke. Glaube.
Gut. Ziegel, Zement, Nägel. $250 sind es jetzt. Ente. Mhm. So, Zement. Wir haben Dumbledore. Ich hab's gehört. Dumbledore. Ich hab fast keine Samen mehr. Klebeband mehr. Soll ich dir Klebeband machen? Ja, wäre gut. Dann krieg ich alle wenigstens auch Schwert auf einer vernünftigen Höhe. Muss mal gucken, was man dafür braucht. Gummiringe. Ja. Soll ich dir das in die Kiste tun? Ne, du hast doch bestimmt nur Level 1, oder? Level keins. Ja, siehst du, ich mach gerade schon eins, da waren ja ein paar dran. Ach so, ja, stimmt. Ja, hier in der ersten Kiste sind Gummiringe neue drin und Klebeband. Ja, Gummiringe habe ich hier noch, ich brauche nur Klebeband. Mhm. Hier ist auch noch ein Motor drin übrigens, sehe ich gerade. So. Ziegel brauche ich noch. So. Was wollte Carina machen? Ich weiß es, ich höre nicht zu, Schatz. Ich will mich aufs Bauen ankonzentrieren, weil es ist gleich Nacht und wir haben das noch keinen Zugang zum umbauten Stockwerk bis jetzt. Ja, dein Katana liegt auch hier drin, ne? Level 7. Geschweige denn irgendeine Falle oben auf der Etage. Geschweige denn irgendetwas, was uns da hier... Also noch sind wir auf dem Stand von letzter Nacht. Ja, ja, aber den müssen wir ja abreißen in der Zombie-Nacht. Und wenn wir nicht erreichbar sind, ne, dann funktioniert das Ganze nicht. Also soll ich schon mal die ersten Sachen hier hochbringen? Ja, eine Truhe bauen, die ersten Sachen hochbringen, genau. Sodass wir dann hier vorne eine Treppe bauen können. Das wäre gut. Stück Eisen, Stein. So, jetzt tue ich erstmal wieder alles einordnen hier. Haben wir noch Nägel? Nee, musst du machen. Ich hab zwar noch Nägel, aber die brauche ich selber. Okay. Warum ist da Tierfett drin in dem Ding? Weiß ich nicht, wer das da reingelegt hat. Genauso wie hier Ballistenbolzen drin sind, sehe ich gerade. Ja. So raus. Ich hab sie gerade rausgenommen, ja. Und Molotov. Cocktail. Ja, ihr habt mich sogar selbst noch rausgetan. Wo soll ich das denn hinbauen? Was? Papa, die Kisten. Ja, so wie unten anordnen. Orientier dich an dem Design von unten. Aber wo? Hier auf der Holzfläche? Auf dieser mittleren Holzfläche, genau. Das wird das zukünftige Baudeck. Sozusagen. Da bin ich gerade dabei, das abzugraden. So, dann reiße ich unten schon mal eine Forschungsstation ab.
Echt? Willst du das wirklich machen? Lass sie auch stehen. Das kommt ja alles nach oben. Ist dann unser Zeug noch alles da, oder? Ja, da habe ich gerade auch dran gedacht. Ich glaube, ich lasse es hier lieber. Aber hier, der Teil kann ich wegmachen. Ja, weißt du, musst das ja auch alles wieder aufbauen da oben, ne? Ob du dann auch das Upgrade und alles noch hast, ist die Frage. Nee, hast du mit Sicherheit nicht. Nee, das ist richtig. Also nur das hochziehen, was auch wirklich sinnig ist, wie eben halt die Lagerkisten, was wir dann halt brauchen, um neu zu reparieren oder neu zu bauen, sowas alles. Der Rest kann ja theoretisch wirklich unten bleiben, da hat er schon recht. Wo ist die Baustation jetzt hin? Ja, alles weg. Ich abgeschossen. Ja, dann aber zack, ich wieder aufbauen, Alea. Ja, mach ich. Dann nur noch Eisen und... Ja, ich kann ja schon mal kochen. Bisschen was ist ja da. Ja, ich habe ja selber auch hier schon... Ja, Verarbeitungstisch, oder? Genau. So... Das kann ich reinlegen. Das ist Minus. Das hat Minus. Das muss gekocht werden. Das Stop. Hat Minus. Minus. Das hat Plus. 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 So, Plus. Okay. Dein Baseballschläger liegt immer noch hier, ne, drin, was wir schon gesagt haben, ne? Ja, alles klar, ich komm holen. Danke. Super gemacht. Sehr schön. Und ich hab euch jede Menge zum Schmackofatzen gemacht. Könnt ihr euch wieder mal frei bedienen. Ich hab doch gehört, man soll keine Nahrung mitnehmen, da wird man nur wird man gerochen. Wir werden das behauptet. Ach ne, das war, man soll sich regelmäßig waschen, ne? Ja, das trifft schon eher zu. Alea, du musst die Workbench noch eine Stufe upgraden, ne? Noch eine Stufe? Ja, nein. Doch. Okay. So, die untere Etage ist schon mal abgegradet vom neuen Lager, nenne ich es dann jetzt eben.
Dann mache ich noch die obere. So, jetzt habe ich noch meine Tasche aufgeräumt. Ist der Flammenwerfer voll, oder? Nö. Nö. Nimm da mal was mit. So, so wie ich das sehe, haben wir jetzt alle Steine aufverbraucht. Echt? Ja, echt. Felsbrocken? Nein. Nee, Steine, sagte ich. Die brauche ich ja für Ziegel zu machen. Ich habe jetzt nochmal 56 Ziegel, das dürfte aber normal reichen. Da ist ein Knochenfell, Knochen. Tack, tack. Oh, von außen hoch? Ja, momentan noch von außen hoch. Ja, die Treppe für von innen hoch, die habe ich noch nicht fertig. Da müssen ja erstmal die Kisten aus dem Weg, sonst kannst du ja die Treppe nicht bauen. Also zumindest die vorderen Kisten aus dem Weg. So, Upgrade. Weiß nicht, ob wir das noch schaffen. Ist auch nicht so schlimm, weil wir wollen sie eigentlich hier oben auch noch nicht haben, weil hier oben ja eigentlich auch noch nichts ist. Hast du recht. Ja, es reicht ja, wenn einer hier oben ist und die Waffen, die Fallen nachfüllt. Also soll ich jetzt nicht die Sachen hochholen? Doch, doch. Das habe ich nicht gesagt. Ich sagte nur, dass wir noch keine Treppe nach hier oben bauen. Ach so, das meinst du. Das habe ich gesagt. Und ich habe nicht den Eindruck, dass man von hier oben die Rollen nachladen kann. Bisher auch, glaube ich, im Moment nicht nachgeladen werden. Die sind doch neu gebaut. Ach so, ja, stimmt, hast du recht. Wüsste nicht, dass da schon jemand reingelaufen wäre. Nee, da hast du recht. So, was braucht man noch? Stein oder was? Wir haben noch Zeit, ein bisschen Stein zu holen, wenn... Ja. Wenn es nötig ist. Ja, wir brauchen noch Stein. Ja, ach ja, Schreck. Wir müssen dran denken, die Dingens abzubauen. Die Treppe. Nein, die Fleischfalle. Ja, die auch, das stimmt. Hey, was habt ihr denn jetzt abgebaut? Die Kiste mit den Jagdutensilien. Da kommt hast ja eine Treppe. Die steht da im Weg, da kommt ja eine Treppe hin. So, hast du die Dinger schon? Ja, ich hab da alles schon. Ich hab alles schon bei. Jagdutensilien. Aha. Da ist noch eine Leere, aber das macht keinen Sinn, sie hier reinzutun. Geht doch gegenüber hier rein. Hm, denke ich auch. Ich mach sie gegenüber rein. Jagdutensilien. Ja, da hat ja schon alles, ganzen Steine weggelootet sind. Das kann sein, ja. Aber sie spawnen ja bald nach. Wir haben ja bald 8. Tag. Da sollen sie ja nachspawnen. Klappt das jetzt mit dem Druckeln bei mir auch? Nee, ich hatte ja noch gar keine Zeit danach zu gucken, Schatz. Wie lange spielst du noch? Ungefähr lange. Stunde. So. Nee, der Papa kann dann nochmal nachgucken, wenn er das schafft, aber dann schläfst du schon. Glaube ich dir, aber du musst ins Bett, Carina. Ich habe heute deine Form gemerkt und das zeigt mir, dass es echt wichtig ist, dass du deinen Schlaf bist. Oh, das ist auch weg. Das ist alles richtig.
Nein! Was denn? Nein. Was? Hast du auch keine Schokolade gegessen? Nein. Die letzte noch nicht, da ist noch ein bisschen drin. Bisschen okay. Viel. Alles klar. Gute Nacht. Hab dich lieb. So. Wie viel Zeit habe ich noch? Eine Stunde, ne? Ja, eine Stunde. Zeit, dass du zurückkommst. Stück Eisen und kleiner Stein brauche ich. Ich hasse das. So, Stück Eisen und kleiner Stein. Dann kann ich eine neue Kochstation bauen. Ada. Ja, neue Kochstation. Bild, Equipment, Cooking, Crafting, Materialtisch, da brauche ich Baumstämme und Felsbrocken für. Du Felsbrocken kannst du jetzt gleich noch mitbringen. Die sind hier aber auch oben. Ja, habe ich. Baumstämme und Felsbrocken. Bild, Craft, Bild. Ah, ich komme jetzt zurück. Letzter Stein, Menschentreffer. Menschentreffer. Eisenerz. Upgrade. Upgrade, Seil und bearbeiteter Stein. So, haben wir schon mal die zwei wichtigsten Sachen hier oben. Mal gucken, was der Flammenwerfer bringt, und da müssen wir mal gucken. Lass mal die Schredder oder was das sind, nicht die Schredder, die Ventilatoren da setzen. Ja, den Way of Torture verlängern quasi, ne? Die können wir doch direkt da vorne an der Ecke machen. Mhm. Erstmal. Ja, ich bin absolut bei dir. Weil wir müssen ja noch Motoren haben, ne? Einen Motor haben wir, ja. So. Ah, Wave started, Leute. Lea, bleibst du oben oder? Einer muss ja oben bleiben. Geh jetzt runter. Soll ich das, Nee, einer muss oben bleiben, Alea. Soll ich das Fleischding da kaputt machen? Muss ich jetzt oben bleiben? Ja, weil du der Letzte bist, der oben ist, ganz einfach. Kann das aber nicht, ich krieg das nicht hin. Ja, jetzt kommt kein anderer mehr hoch, Alea. Ja, du wartest ja nicht auf meine Antwort. Nee, weil keine Zeit war, die Wife ist doch started. Verstehst du? Ja, du kannst ja meinetwegen runterkommen, dann muss jemand anders wieder eine neue Treppe bauen. Also wenn du den Aufwand betreiben möchtest, dann kannst du das gerne machen. Okay.
Der ist auch kaputt. Ja, kaputt. Wobei, die sind nur 10% oder ja, also unter 10% kaputt. Das macht keinen Sinn, die zu reparieren. Das ist nur Materialverschwendung. So, ich bin dann mal raus. Tschüss, tschüss. Alles klar. Ja, gute Nacht. Tschüss. User disconnected from your channel. Geht schon was los? Nee, ich merke noch nichts. Ach dann. Ich bin dabei, eine Treppe zu bauen. Was für ein Name ist? Ich hoffe es. Das werde ich jetzt feststellen. Ja, das ist hier hoch. Stair, Brücke, L-förmige Treppe. Du kannst doch hier so eine Wendeltreppe setzen, oder nicht? Ja, ich bin ja da dabei. Setzt die hier drinne und dann setzen wir schnell zwei. So, draußen ist eine dran. So, jetzt müsst ihr euch entscheiden, wer hochgeht. Mir ist ja egal. Ich komm. Okay. Sie kommen. Also, habt ihr denn genug Dings für mich hier? Nee, ne? Ja, Material dürfte ja oben alles in den Kisten sein. Ja, dann bau ab. Ja, kannst du von oben machen. Alles klar, super. So, einer muss sich rechts hinstellen, einer links. Alle ja. Muss erstmal reinkommen. Du kommst links rein, dann gehe ich rechts. Obwohl du da wohl kaum was hinsetzen musst, weil da ja auch verteilt steht. Zusätzlich. Ja, wir werden ja sehen, ob er, ne, also wie es läuft. Was soll ich sagen? Ja. Der Flammenwerfer nimmt schon viel da vorne weg, ne? Ja, kann ich ja leider nicht sehen von hier unten. Doch, eben, habe ich auch gesehen. Der war direkt weg. Wir müssen jetzt nur gucken, wie viel raus ist, ne? Das kann ich von hier aus jetzt noch nicht sehen. Ja, ich gehe hinten ran, bin schon unterwegs. Das irgendwie sehen kann. 73 ist er jetzt. Ich weiß nicht, wie viel reinpasst. 99 reingetan. Okay. Ja. Nimm vielleicht etwas raus, damit wir für die letzte noch was haben. Ne, wir haben ja noch. Oh. Ja, stimmt. Ich hab's ja oben gesehen. Also mit dem Flammenwerfer kommt eigentlich keiner da rum. Und die Ballisten schießen nicht mehr jetzt, ne? Ne, bis jetzt haben sie nicht geschossen, ne. Seitdem das da. Das waren die Decken, ne? Ja, seitdem die Decke drauf ist, sind die still. Oh, das ist aber langweilig jetzt hier, ne? Ja, ich meine abwarten, ne? Jetzt kommen ja nur immer Vereinzelte und der brutzelt ja nur auf einen ein. Wenn das mehrere sind, wird das. Er trifft alle, wenn die da reinlaufen. Ja, da trifft er alle, okay. Ja, ich seh's. Ja, ich geh schon mal Sprit holen. Guck mal, Essen ist fertig. Lecker. Ach ja, Sprit ist oben. Ja, aber Dirk kann es mir runterfallen lassen. Theoretisch könnten wir es zumindest versuchen, ob es geht. Ja, da war eine 17er Menge Sprit irgendwie. Kannst ja runterschmeißen. Ah, der ist jetzt bei 35, ist er jetzt? Lass es erstmal suchen, wo es überhaupt ist. Gegenüber die Kiste von der, wo du gerade stehst. Genau da. So, und wo lasse ich runterfallen? Hier, wo ich stehe, hier vorne. Ich kann versuchen, ob das klappt. Ja, wenn nicht, dann nicht. Dann haben wir es versucht und gut ist. Dann wissen wir, dass wir beim nächsten Mal eine Kiste... Ne, bleibt oben stehen. Ich meine, ich kann mal gucken. Doch, ich kann es nehmen. Bin dran. Ach, denn, ich kann dir noch eine da geben. Ja, mach. Fangt mich doch. Ja, jetzt ist es sogar runtergefallen. Ja, aber du solltest dich nicht so offen hinstellen, Alea.
Warum? Die sollen doch zu den Teil laufen. Ja, so viel Sprit haben wir auch wieder nicht, ne? Ja, ist ja schon gut. Ja, wir müssen ein bisschen sparsam sein, ne? Ich schätze mal, dass er jetzt leer ist. Ja, alles leer. Lass ihn mal leer. Ich habe jetzt schon nachgefüllt. Ich würde, glaube ich, nachfüllen, sobald das Hauptding kommt. Aber ja. Okay, alles klar. Nimm gleich einfach wieder sobald raus. Sobald ich wieder dran gehen kann, dann nehme ich es raus. Ja. Jetzt kannst du es frei. Jetzt kommt wieder einer. 2, 3. Aber ich glaube, wenn die von den Flammi gebrutzelt werden, nee, die lassen auch Lootbags. Ja. Okay. So, Pappensprit rausgenommen. Du hast noch genug Sprit, ne? Ich hab noch, ja. Also es kommen nochmal 3. Muss mir also nur Bescheid sagen, wenn die Schlussphase dann kommt. Dann renne ich. Und das frühzeitig, damit ich nach vorne rennen kann und auffüllen. Also, sobald du siehst, dass da mehr als, ich weiß nicht, 3 Zombies kommen, sag Bescheid. Echt langweilig auf meiner Seite. Ich glaube, ich komme zu dir rüber. Ne, hier ist auch langweilig. Hey, kommt jetzt einer auf deine Seite. Oh, ist er zurückgelaufen. Jetzt kommen 2 oder einer auf deine Seite. Was war das? Habt ihr das auch gehört? Nee. Kommen nochmal 3. Alles blöd, ich kann jetzt nicht nachladen. Weil sonst sehe ich nicht mehr, wenn welche kommen. Ja, ich denke, es ist auch nicht noch nicht nötig nachzuladen. Weil wenn ich hier sehe, die Katapulte sind gerade mal bei jetzt 63. Wir kommen? Ja. Okay, ich lauf. Schaffst du es? Ne, das schaffe ich nicht. Bis da. Oh, ich sterbe jetzt. Ich sterbe jetzt. Okay, versuch zurückzugehen. Ich bin genau falsch gelaufen. Genau da gelaufen, wo die Spikes vor dem Durchgang sind. Ich habe gesagt, das ist eine scheiß Idee, aber es hört ja keiner auf mich. So, jetzt habe ich keinen Sprit mehr. Jetzt kann ich auch nichts tun. Hab die Falle ganz vergessen. Also bis jetzt kommen nur die Leuchtviecher durch. Das ist ja schon mal gut. Hier ist wieder mal Jansus. Warum haben wir hier überhaupt Verteidigung? Ah, hier kommen jetzt welche.
Also ich habe den Eindruck, dass das Prinzip an sich schon mal sehr gut so funktioniert. Ich glaube, das war's. Ja, das war's. Echt? Jo. Das Ding geht ja doch an. Du brennst, ne? Ich weiß. Das geht aber jetzt wieder weg. Ja, da können wir doch richtig zufrieden sein mit dieser Zombie-Nacht Nummer 6. Würde ich mal so behaupten. Wir sollten auf jeden Fall hier... Wir sollten einfach bei den Ballisten der Datei noch die den Sprit unterbringen. Ja, wir sollten auf jeden Fall hier überall zwischendurch die Möglichkeit schaffen, durchzulaufen. Aber das Ding ist, dadurch werden die halt... Ein Lager zu schaffen halt, ne? Damit man nachträglich auch, was wir sagten, dass man nötigenfalls, wenn was zusammenbricht, es auch wieder aufbauen kann, ne? Ja, wir haben ja da bei den Ballisten Kisten. Ja. Ja, vielleicht auch hier vorne in der Ecke, weißt du? Das Problem ist... Das machen sie kaputt. Das Problem ist, das eine Teil, das steht schief. Das müssten wir anders setzen. Ja, das geht nicht anders. Ja, ich finde, man sollte auf jeden Fall geradeaus irgendwie durchlaufen können. Also, das ist scheiße so. Das kann ich nicht anders sagen. Also, es ist... das danach, hier der Zickzack, der ist völlig in Ordnung. Den sieht man ja. Aber man geht ja durch die... Nee, man geht ja durch die Rollen, man sieht ja gar nicht, wo man hinläuft. Deswegen läuft man da automatisch rein. Ja, eben, deswegen. Das ist so, ist das jetzt scheiße. Ja, ich hatte eben schon zu Alea gesagt, sie muss das abbrechen, das funktioniert so nicht. Deswegen. Ich spreche die mal ab. Nur die bleiben natürlich jetzt auch immer da drin hängen, ne? Und laufen zurück. Die verdammt gut. Deswegen sage ich ja. Ja, gar keine Frage, aber es bremst uns auch, wenn wir irgendwas, eine Notreparatur machen sollen, Alea. Und du weißt, wie es ist. Wenn da vorne irgendwo ein Teil von dem Way of Torture zusammenbricht und wir kommen nicht schnell genug hin, ja, dann kann das die ganze Basis zerstören. Und das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen Schaden, ist mir das nicht wert. Wir brauchen neuen Ballisten, Bolzen. Wir haben keine mehr. Also wir haben aber noch welche jetzt zum Vollmachen, aber für die nächste Nacht brauchen wir sie. Ich kann den so setzen, Bonnie. Warte, ich komm. Ich bin gerade bei der Balliste. So, jetzt bin ich wieder bei dir. Also so ist er relativ nah an der Maschine. Also ich weiß nicht, ob du es so sehen kannst, was nee. Ich mache. Nee, so siehst du nicht. Nee. Soll ich mal setzen? Ja, setz mal. Ja. Oh Gott, hoffentlich haben wir noch Sachen für... Ja, so dass man hier halt einfach, wenn man hier rauskommt, besser hier so schräg durchlaufen kann. Ja, ich kann ja den wegnehmen. Nee, so ist gut. So ist wirklich gut. So ist es der Abstand groß genug, dass man hier easy durchlaufen kann. So, das habe ich denen so gemacht. Das heißt, die bleiben auch da hängen. Ja. Weil dann sind die nämlich, weil die Zombies sind ja nicht intelligent genug, da durchzulaufen, so auf die Schräge. Deswegen ist das schon gut so. Papa! Ja? Du brichst ab! Bitte, was? Wolltest du abbrechen? Ja, natürlich wollte ich abbrechen. Das hätte ich. So, die zwei Stationen sind ja schon mal oben. Ah, Treppe steht schon wieder. Yep, ich habe nämlich gerade für die Ballistenbolzen was geholt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ach, hier sind schon wieder alle vollen voll. Klar, nach jeder Zombie-Nacht. Ja, da opfern die sich ja quasi für uns, ne? Tja, in diesem Sinne.
Eine Folge müssen wir noch aufnehmen, dann ist die Aufnahmesession für heute schon mal wieder erledigt. Ich würde sagen, wir bauen noch ein bisschen an der Base rum, sozusagen, bevor wir dann am nächsten Mal looten gehen. Und ja, von daher, dieses Mal in dieser Aufnahmesession ausnahmsweise kein Looten. Wollen einfach mit der Base da mal einen Schritt weiter kommen. Von daher, ich hoffe, ihr versteht das. Aber beim nächsten Mal gibt's wieder eine Loot-Session. Ne? Bis dann, tschüss. Eine Blut-Session. Genau, eine Blut-Session.